Der indonesische Archipel erstreckt sich über 5100 Kilometer von Sumatra bis nach Papua-Neuguinea. Von den 13.677 Inseln sind nur etwa 6000 bewohnt. Eine davon heißt Borneo, unser Reiseziel. Borneo ist die drittgrößte Insel der Welt. Zwei Drittel der Fläche gehört zu Indonesien und heißt Kalimantan. Nach einem Zwischenaufenthalt auf Bali landen wir in Balikpapan an der Ostküste Borneos. Lange bleiben wir nicht in der Stadt. Ziel unserer Exkursion sind die abgelegenen Handelsposten am Mahakam und die Siedlungen der Dayak. In einem Hotel in Balikpapan treffen wir Vorbereitungen für die beschwerliche Reise. Nur lebenswichtige Utensilien dürfen mitgenommen werden. Alles unnötige Gepäck muss im Hotel bleiben. Wer sich auf so ein Abenteuer einlässt, sollte dafür die nötige Einstellung mitbringen. Zunächst fahren wir von Balikpapan nach Samarinda am Mahakam River. Dort gehen wir an Bord von zwei Schnellbooten, die uns den Mahakam stromaufwärts in das Siedlungsgebiet der Banuak Dayak bringen sollen. Ein Weiterkommen mit dem Auto ist nun nicht mehr möglich. Irgendwann enden alle Straßen im Niemandsland des Dschungels. Flüsse bieten die einzige Möglichkeit, ins Innere der Insel vorzudringen. Die behäbigen Linienschiffe benötigen für die Strecke von Samarinda bis zu den Siedlungen der Dayak 2 Tage. Unsere Schnellboote hingegen sind mit starken Außenbordmotoren ausgestattet und entwickeln eine hohe Geschwindigkeit. Deshalb hoffen wir, unser Ziel in 8 Stunden zu erreichen. Als Einzelreisender hat man die Möglichkeit, jederzeit eines der Flussschiffe zu buchen und an jedem interessanten Platz von Bord zu gehen. Aber man braucht viel Zeit, denn die Schiffe sind langsam, vor allem bei starker Strömung. Die Bootstour mit dem Schnellboot ist anstrengend und kann zur Strapaze werden. Bei einer 8-stündigen Fahrt ist man ständig der enormen Lärmentwicklung des Außenbordmotors ausgesetzt. Eine Unterhaltung an Bord ist nicht möglich. Unser Ziel ist noch weit, deshalb nutzen wir die nächstliegende Möglichkeit zum Tanken. Der für die Flussschifffahrt benötigte Treibstoff wird an Landestegen am Ufer verkauft. Moderne Tankanlagen sind nicht vorhanden. Der Kraftstoff kann nur aus höher gestellten Benzinfässern mit einem Schlauch in die tiefer liegenden Tanks der Boote gefüllt werden. Die Füllmenge wird dabei geschätzt. Stromaufwärts stößt man überall auf die Dörfer der Dayak, Stammesgruppen, an deren Leben sich seit Jahrhunderten nicht viel geändert hat. Dichter Dschungel, Kopfjäger und Flussboote, der Wilde von Borneo. Diese exotischen und schrecklichen Vorstellungen sind mit der Insel eng verbunden. Das moderne Leben hat aber in den Uferdörfern längst Einzug gehalten. Da sich der Wasserstand und die Strömung des Mahakam jahreszeitlich stark verändern, stehen alle Orte am Flussufer auf Pfählen. Hier in Muaramuntai sind auch die Straßen höher gelegt. Auf den mit Holzplanken errichteten Gehsteigen reihen sich die Verkaufsstände der Händler dicht aneinander.
Die Satellitenanlagen künden vom Fortschritt, der auch in dieser Region nach und nach Einzug hält. Abwasser- oder Kläranlagen sind in den Siedlungen am Fluss unbekannt. Überall am Ufer befinden sich Laufstege mit Bretterverschlägen, die als Toilette genutzt werden. Für die Entsorgung der Fäkalien ist die Strömung des Flusses zuständig. Von manchen Bewohnern werden die Holzstege auch für die Körperpflege und zum Wäschewaschen genutzt. Für die letzte Etappe unserer Bootstour benötigen wir etwa 3 Stunden. In größeren Orten künden Moscheen vom Islam, der auf der Insel Verbreitung fand. Auffallend sind die überdimensionierten, senkrecht in den Himmel ragenden Satellitenantennen, die sich wohl nur wenige Bewohner leisten können. Während der Fahrt erleben wir ein Kuriosum der besonderen Art. Da sich der Mahaka mit seinen Biegungen direkt auf dem Äquator entlang schlängelt, überqueren wir mit unseren Booten in kurzer Zeit mehrmals den Äquator. Nach einer anstrengenden und strapaziösen Bootsfahrt erreichen wir endlich den Lake Chembang. Am Ufer des Sees liegt das Dorf der Panuak Dayak. Hier wollen wir eine Nacht verbringen und die Zeremonien der Dayak mit ihren eindrucksvollen Tänzen kennenlernen. Einige Bewohner der Siedlung haben ihre Hütten direkt auf dem Wasser errichtet. Andere wiederum wohnen in einem Langhaus am Ufer, das von mehreren Familienverbänden genutzt wird. Für das Wäschewaschen und die Körperpflege nutzt man Holzplattformen, die weit ins Wasser hineinragen. Auf diesen Pfahlbauten steht auch das gemeinschaftlich genutzte Toilettenhäuschen. Die Dorfgemeinschaft lebt vom Fischfang und dem Feldanbau. Aber auch Haustiere werden für die Fleischversorgung gehalten. Schweine sind für die Panuak Dayak eine Delikatesse. Zu besonderen Anlässen werden diese Tiere zur Schau gestellt und auf dem Zeremonienplatz der Siedlung geopfert. Diese Opferzeremonien gehören zu den Höhepunkten im Leben der Dorfgemeinschaft. Die Opferstätte besteht aus Bambus, in deren Mitte eine aus Holz geschnitzte Götterstatue die Opferzeremonien bewacht. Ein typisches Dorf der Dayak besteht aus einem einzigen langen Haus, einem massiven Holzbau auf Stelzen, in dem die Familien gemeinsam wohnen. Hier der Einstieg ins Langhaus. Es ist noch nicht lange her, da hingen unter diesen Eingängen geflochtene Körbe, gefüllt mit menschlichen Schädeln. Dem menschlichen Schädel, der über dem Feuer getrocknet und geschrumpft wurde, sprach man besondere magische Kräfte zu. Dayak-Stämme ohne erbeutete Schädel galten als schwach und anfällig für Krankheiten und Seuchen. Dieses skurrile Brauchtum machte die Menschen zu Korbjägern, die in die Geschichte der Reiseliteratur eingingen. Den heutigen Abend verbringen wir in einem Langhaus bei Tanz und Musik. Diese eindrucksvollen Tänze der Dayak können Sie im zweiten Teil der Reisedokumentation verfolgen.